Willkommen. Herzliche Grüße zum Weihnachtsfest von Ihren drei Kirchengemeinden. Herrenhausen, Leinhausen. Ledeburg, Stöcken. Und Zachäus. Es ist Weihnachten und manche von Ihnen können dieses Jahr in keine Kirche, in keinen Gottesdienst und gerade das an Heiligabend. Aber niemand muss auf diese Weihnachtsbotschaft verzichten. Und darum wenden wir uns heute auf diesem Wege an Sie. Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer drei Gemeinden haben extra für Sie ein Krippenspiel einstudiert und aufgenommen. Viel Spaß dabei. Und mit viel weihnachtlicher Musik, ganz egal von wo aus Sie uns jetzt zuschauen, wir wünschen Ihnen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Gott, an Weihnachten wird alles anders. Du wirst Mensch, kommst uns nahe im Kind, in der Krippe, und wir erkennen dich und uns selbst ganz neu. Du verwandelst unsere Welt an diesem Tag. Du schenkst dir einen Glanz, der die Dunkelheit erhellt. Du machst deine Liebe glaubhaft, die unsere Ängste verwandelt. Gott, komm in unsere Welt. Mach sie hell und freundlich. Öffne uns für dich. Lass uns in diesen Tagen deine Liebe spüren, dass wir dich, uns selbst und unsere Nächsten mit anderen Augen sehen. Amen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Wir werden live die ersten Eindrücke einfangen. Das ist ja unglaublich. Der Heiland soll ausgerechnet heute geboren sein, bei uns in Bethlehem. Und wir sollen die Ersten sein, die davon erfahren, wir, die Hirten. Heiland? Meinen Sie den Heiland, von dem unsere alten Schriften erzählen? Genau den. Was erwarten Sie denn vom Heiland? Er soll die Welt verändern. Frieden soll überall sein. Und Gerechtigkeit. Keiner soll mehr hungern und niemand mehr Außenseiter sein. Wir wollen auch dazu gehören. Habe ich das richtig verstanden? Der Heiland soll heute Nacht geboren sein? Ja, der Engel sagte, das Kind liegt in einer Krippe. Ob Sie es glauben oder nicht, ich komme gerade von einer jungen Familie. Ihr Kind ist heute geboren. Und weil Sie keine andere Unterkunft gefunden haben, übernachten Sie in einem Stall. Das kann kein Zufall sein. Bringen Sie uns dorthin. Ja, gern, wenn wir Sie weiter mit der Kamera begleiten dürfen.
Meinetwegen, aber wir wollen dem Kind noch Geschenke mitbringen. Das ist eine gute Idee. Wir nehmen ein Schafsfell mit, damit das Kind weich liegen kann, und Brot und Käse für die Eltern. Damit gebe ich zurück ins Studio. Wir werden uns wieder melden, sobald wir im Stall in Bethlehem angekommen sind. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, die Hirten knien an der Krippe. Nun überreichen Sie Ihre Geschenke. Sie scheinen in dem Kind in der Krippe den Heiland erkannt zu haben. So ganz verstehe ich das noch nicht. Aber es ist schon eine sehr eigenartige Atmosphäre hier. Als ob etwas Heiliges den Stall erfüllt. Vielleicht kann ich es noch genauer ergründen. Zunächst gebe ich aber zurück ins Studio. Weihnachten 2020 ist anders. Auch Sie feiern das Weihnachtsfest in diesem Jahr vermutlich anders, als Sie es gewohnt sind. Und auch anders, als Sie es sich gewünscht haben. Vermutlich sind Sie damit gar nicht so weit weg von dem allerersten Weihnachten. Auch das war für alle Beteiligten anders als erwartet. Zum Beispiel Josef, Zimmermann in Nazareth, Weihnachten im Jahre Null. Fremde Herrscher im Land. Sie befehlen eine Volkszählung. Josef muss sich auf den Weg in seine Heimatstadt Bethlehem machen. Er will nicht, denn es ist eine beschwerliche Reise für ihn und seine hochschwangere Verlobte. Und was den Verdienstausfall betrifft, oh je. Ich stelle mir vor, Josef ist es gewohnt, als Handwerker die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes in die Hand zu nehmen. Und nun passiert so vieles, auf das er keinen Einfluss hat. Dass er aus der Hand geben muss. Und dann die Geburt seines ersten Kindes. Josef bleibt merkwürdig stumm in dieser Geschichte. Ihm widerfährt Weihnachten wohl gerade da, wo er die Kontrolle abgeben muss. Maria, mit Josef auf dem Weg. Für sie bedeutet Weihnachten die körperlichen Strapazen, die krassen Schmerzen einer Geburt. Und das in ziemlich unklaren, wenig günstigen Verhältnissen. Was soll aus diesem Kind werden? Wird es überhaupt die erste Nacht überleben? Und was ist mit Josef? Wird er zu Maria stehen? Als Frau in ihren Zeiten sind Ungewissheit und Kontrollverlust gewiss keine unbekannten Gäste. Denn über ihr Leben bestimmen ganz andere. Und doch hat sie die Worte des Engels vielleicht noch im Ohr und auch im Herzen. Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und so wird sie zur wesentlichen Mitspielerin, eine ganz andere Rolle, als ihr bisher zugedacht war, obwohl auch sie das Stück nicht geschrieben hat. Maria weiß nicht, was sie von all dem halten soll, was ihr die Hirten berichten, und so wird sie uns als nachdenklich beschrieben. Maria bewahrte all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, heißt es in der Bibel. Neues, anderes, Gottes Worte wohl auch, brauchen in uns Zeit zum Wachsen. Das ist ihr nicht fremd. Wachsen lassen, das kennt sie schon aus ihrer Schwangerschaft.
Weihnachten trifft die Hirten mitten in ihrem Alltag, rau und anstrengend. Sie erleben das Wunder, dass Gott an sie denkt. Ihnen schickt er den Engel. Sie, die keinerlei Bedeutung für den Lauf der Weltgeschichte damals hatten, machen sich auf den Weg mit weichen Knien und ganz, ganz großen Hoffnungen. Und ohne ihr Zutrauen zur Engelsbotschaft damals wäre Weihnachten wohl ausgefallen. An Weihnachten erleben die Hirten etwas anderes, etwas ganz anderes, und sie erleben auch sich selbst ganz anders und neu. Ihnen, deren Wort damals vor Gericht nichts gegolten hätte, genau ihnen vertraut Gott seine Botschaft an, die allen anderen Hirten, aber der ganzen Welt damals gilt. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die allen gilt, denn euch ist heute der Heiland, der Retter der Welt geboren. Weihnachten anders in diesem Jahr. Vielleicht lässt es auch uns ganz anderes dieses Jahr wahrnehmen. In ungewissen Zeiten wird mir neu bewusst, wie vieles wir nicht in der Hand haben. Und gerade deshalb braucht es auch in diesem Jahr die Worte des Engels, und ich will mich ihnen anvertrauen, mit weichen Knien und großen Hoffnungen. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, Friede auf Erden. Gottes Friede sei mit euch in diesen Weihnachtstagen. Gott segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.